Gute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ich bin Fnatic und ich möchte euch herzlich dazu einladen, am Company of Heroes 1 Neujahrsturnier 2017 teilzunehmen. Dieses Turnier wird ein Company of Heroes 1 1 gegen 1 Turnier sein, das auf 16 Spieler ausgelegt ist, das im K.O.-System und nach den Best-of-3-Regeln gespielt werden wird, und zwar am 20. und 21.01.2017, das sind ein Freitag und ein Samstag. Der Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Beginn der Spiele wohlgemerkt. Es kann jeder an diesem Turnier teilnehmen, wer das möchte, ganz einfach die Videobeschreibung zu diesem Video öffnen. Dort findet ihr einen Link, der führt euch zu einer Steam-Gruppe und da ist dann der Anmeldethread verlinkt. Da steht dann auch nochmal, welche Daten bereitzustellen sind, um sich dort anzumelden. Einfach kurz durchlesen, es ist im Grunde fast selbsterklärend. Darum bitten möchte ich auch, sich die Regeln im Vorfeld sorgfältig durchzulesen. Hier gab es letztes Mal ein paar Problemchen, die dann auch zu Verzögerungen im Turnierablauf geführt haben. Das würde ich gerne an dieser Stelle tatsächlich umgehen. Deshalb bitte die Regeln einmal durchlesen. Es sind nicht viele, das Ganze ist sehr schnell gemacht. Wichtig ist noch, was das Thema Anmeldung angeht, es gibt über die Anmeldung hinaus einen Check-in. Wenn man also teilnehmen möchte, dann ist man darum gebeten, sich zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr am Freitag, am 20.01. im Chat der Steam-Gruppe aufzuhalten. Der ist zu erreichen, wenn man die Steam-Gruppe öffnet, auf den Reiter Übersicht klickt und dort dann auf den Button Chat beitreten. Da dann einfach nochmal kurz Bescheid sagen, ja, ich bin da, ich möchte teilnehmen, und auf Basis dieser Rückmeldung, die dort erfolgen, wird dann auch erst kurz vor Turnierbeginn tatsächlich der Turnierbaum erstellt. Sollte also das jetzt wieder zum Thema Anmeldung irgendwann einmal in dem Thread drinstehen, die 16 Spieler sind da, einfach weiter anmelden. Es ist immer so, dass nie alle Spieler tatsächlich vor Ort sind. Anmelden, vor Ort sein am 20.01. an dem Freitag und dann einfach nachrücken. Es werden immer Nachrücker gebraucht, also überhaupt kein Problem. Einfach immer weiter anmelden. Ansonsten ist noch wichtig zu wissen, dass tatsächlich alle Fraktionen erlaubt sind. Es dürfen also nicht nur die Wehrmacht und die US-Armee, sondern auch die Briten und die Panzerelite gespielt werden. Auch die Tales of Valor-Einheiten sind zulässig. Allerdings gibt es zwei Einschränkungen. Alle Fraktionen, die Scharfschützen bauen können, dürfen maximal zwei Scharfschützen zur selben Zeit auf dem Feld haben. Und als Brite darf man maximal drei Stackhounds zur selben Zeit auf dem Feld haben. Das sind die wichtigsten Hinweise. Alle anderen Informationen findet ihr in der Steam-Gruppe. Dort findet ihr dann auch einen Hinweis auf den Livestream. Es wird am Turniertag, an beiden Turniertagen selbst, keinen Livestream geben. Allerdings haben sich einige YouTuber freundlicherweise dazu bereit erklärt, dieses Turnier zu unterstützen. Das sind da Pope, das sind Fireplay CT und das ist Review Game X. Und wenn von diesen YouTubern einer Interesse hat, einen Livestream zu veranstalten, dann werde ich das nochmal in dieser Steam-Gruppe ankündigen. Die Replays werden zu diesem Zweck gesammelt. Wenn also ein anderer Caster Interesse hat, Replays aus dem Turnier zu zeigen, gar kein Problem, einfach in die Steam-Gruppe reinschauen. Die Sammlung der Replays wird dort verlinkt sein. Einfach runterladen, casten. Je mehr Leute dieses Turnier zeigen, generell etwas zum Thema COH beitragen, desto besser für uns alle. Sollten noch Fragen sein, bitte ich darum, die nicht unter diesem Video zu stellen, denn dieses Video wird auf unterschiedlichen YouTube-Kanälen veröffentlicht werden und ich werde die Frage gegebenenfalls gar nicht lesen. Hierfür bitte auch die Steam-Gruppe nutzen. Dort gibt es ebenfalls einen Thread, der für Fragen genutzt werden kann. Dort kann dann auch jeder reinschauen, der Fragen hat, denn eventuell ist seine Frage ja bereits beantwortet worden. Sollten sich noch Änderungen ergeben, sollte ich etwas vergessen haben, dann werde ich das in dieser Steam-Gruppe ebenfalls posten. Eventuell im Regeln- und Hinweise-Thread, vielleicht auch in einem separaten. Da also dann bitte vorher nochmal reinschauen, ob sich irgendetwas geändert hat.
Das war es auch schon von meiner Seite aus. Ich hoffe auf rege Teilnahme, viel Interesse und ein paar schöne Spiele, die dann eventuell auch gecastet werden. Soweit von meiner Seite aus. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.